Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute gibt es eine leckere Dillsuppe mit saurer Sahne und Kartoffeln. Das Wichtigste ist natürlich der Dill. Ich habe hier ungefähr 20-25 Gramm. Ich habe die groben Stängel schon mal abgemacht. Dann sind hier die Kartoffeln. Ich nehme Drillinge, die werden als Pellkartoffeln zubereitet und dann nachher gepellt in kleinen Scheiben in die Suppe gegeben. Hier ist noch ein bisschen Lauchzwiebel. Das ist nachher mehr zu Dekozwecken. Ich habe mir hinten auch noch mal ein bisschen Dill abgezupft für Dekozwecke. Dann ist hier hinten die saure Sahne, das sind 750 Milliliter und 1 Liter Fleischbrühe. Und um eine Mehlspitze zu machen, 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Butter. Dann noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Als erstes werde ich dann jetzt erstmal die Kartoffeln aufsetzen und mir dann den Dill klein schneiden. Ich gebe da reichlich Salz ins Wasser. 2 Schüppchen nehme ich hier, ich habe immer schönes grobes Meersalz. Dann kommen die Kartoffelchen rein. Und dann kann das Ganze angestellt werden. Und den Deckel drauf. Vom Dill zupfe ich mir dann einfach nur so die Spitzen ab. Alles, was so übrig ist, lege ich beiseite. Und dann schneide ich den gezupften Dill ein bisschen klein. Der muss also nicht mikroklein sein. Nur so ein paar Mal hier so durchgehen. Das sollte dann eigentlich schon reichen. Nur, dass man nachher nicht so eine Büschelchen im Mund hat. So, dann reicht das auch schon. Ein wunderbarer Duft, der jetzt hier schon hochsteigt. Ich mache das erstmal wieder zurück ins Schälchen. Und von da aus kommt es dann nachher ins Süppchen. Als nächstes werde ich dann mit der Mehlspitze beginnen. Dafür gebe ich natürlich die Butter als erstes rein, lasse sie ein bisschen schmelzen. Und wenn die Butter dann geschmolzen ist, dann gebe ich auch schon das Mehl dazu. Immer so ein bisschen einrühren. Am besten dann auch schon mal die Temperatur ein bisschen reduzieren. Ja, das gibt dann hier so einen Brei. Ja, das sollte nicht braun werden, aber es sollte doch ein bisschen so aufwallen, so ein bisschen sprudeln. Ich habe jetzt die Flamme mal ausgestellt. Der Topf hat einen dicken Boden, der ist noch ziemlich heiß. Und wenn das Mehl dann so ein bisschen geschwitzt hat, dann gebe ich hier meine Fleischbrühe dazu. Immer so ein bisschen. Schön rühren. Ja. Ja, immer rühren, bis es eine schöne glatte Masse ist. Dann wieder ein bisschen was nachgießen. Insgesamt 1 Liter. Sobald das dann so eingerührt ist, kann dann das Feuer auch wieder auf groß gestellt werden. Moment warten. Und dann kann als nächstes die saure Sahne rein. Wenn es dann einmal schön aufgekocht ist, dann merkt man auch gleich, dass die Stärke bzw. das Mehl so ein bisschen andickt. Dann kann also auch die saure Sahne dazu. Ja, ich habe jetzt auch gleich schon wieder auf klein gestellt. Und das Ganze dann einmal schön durchrühren. Und wenn die saure Sahne dann schön gleichmäßig glatt gerührt ist, dann kann auch schon der Dill mit ran. Und das Ganze dann auch schön unterrühren. So, bei mir dauern die Kartoffeln noch ungefähr 10 Minuten. In der Zeit werde ich einfach mal den Deckel drauf machen. Das Ganze kann jetzt schön durchziehen. Ich stelle es jetzt einfach mal aus. Der Topf ist ja heiß genug. Werde dann nachher, bevor ich das auftue, nochmal abschmecken. Eventuell nochmal ein bisschen Salz und vielleicht noch ein bisschen Pfeffer dazugeben. So, die Kartoffelchen sind jetzt auch fertig. Ich habe sie gepellt, dann habe ich sie geschnitten. Die werden dann so ein bisschen gefächert und gleich noch mit in den Teller gegeben. Ich werde jetzt mal das Süppchen auffüllen. Es dampft richtig schön. Ich nehme hier so eine schöne alte Holzkelle. Mag ich eigentlich ganz gerne. Muss man natürlich immer schön sauber halten und nicht in den Geschirrspüler packen. Ansonsten ist das so mit so einem Holzgeschirr eigentlich recht hygienisch. Im Gegensatz auch zu Plastikgeschirr. In diesem Holz sind meistens noch Restharze vorhanden, die so ein bisschen dazu beitragen, dass sich also keine Keime im Holz einnisten können. So. Jetzt kommt da noch die Kartoffel mit rein. Die wird einfach nur so reingelegt, ein bisschen flach gemacht. So, dann noch ein bisschen was Grünes damit dazu. Ein klein wenig von der Frühlingszwiebel. Und noch ein kleines Stückchen Dill an die Seite gelegt.
Ja, und so kann das dann jetzt serviert werden. Ich werde das jetzt so auf den Tisch bringen. Ich denke mal, es wird wieder sehr gut schmecken. Wer Lust hat auf weitere Berliner Rezepte, kann sich gerne mal meine Berliner Woche, die Playlist Berliner Woche ansehen. Da gibt es dann noch einiges Schönes zu finden. Ansonsten wünsche ich guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!